Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Dämon der Wissenschaft oder Der Buckel von Uwe Kolnick. Die Ärzte nannten es Kyphoskoliose. Die Affen nannten es Buckel. Wir nannten uns Georg Christoph Lichtenberg. Georg war außen, Christoph innen. Georg musste atmen, essen und das Blut bewegen. Ich kauerte zusammengezogen, winzig verpackt im Hautsack unseres Rückens. Wir waren beisammen, wie verbacken, konnten leben, sein und denken. Während er alles tat, was man tun muss, ließ ich es geschehen, und manchmal drückte ich auf die Lungen sein Herz. Ich wäre seine Last, warf er mir vor, ich hätte Schuld an seinem schweren Leben. Er wollte tauschen, sagte, ich hätte den besseren Teil für mich, denn ich müsste nicht niesen, spucken oder scheißen, dürfe nur genießen und würde durchflossen von Nahrung, Wärme und schützender Scham. Ha, war meine Antwort, ich kauere hier und muss dich stützen, dich treiben, deine Suche lenken und dich ertragen, während du mich tragen darfst. Meine winzigen Beine baumeln in deinen Leib und massieren die Därme für gute Verrichtung. Meine Finger massieren deine Gedanken. Ich schiebe Ideen in den Klumpen hinter deinen Augen. Ja, ich war ein winziger Hühne in seinem Körpersack. Sähen Sie mein Gesicht, wüssten Sie, dass ich in ihm wäre. Ich, der Dämon der Wissenschaft, der hilft, das große Wesen zu leugnen. Ich sehe keinem in die Augen, muss heimlich denken und treiben und planen. Einst dachte ich, Sie hätten mich entdeckt. Doch wenngleich mich Georg mit dem Gehrock deckte wie eine blutige Melone, hatte ich dennoch Angst. Denn gefährlich war ich für Pfaffen, hässlich unter der Haut, unter dem Gehrock, unter der Sonne oder im Schatten. Nur nachts, wenn die Kerze erlosch und wenn er auf der Seite lag, damit die Luftnot wich, dann fühlte ich mich nicht greulich. Ach, selbst wenn wir zusammen nackt vor dem Spiegel standen und er sein Halbprofil sah und mit lauernden Augen zu mir blickte, auch dann war ich nicht hässlich, denn es geschah nur in Hellmondnächten, ohne Kerzenlicht im schwachen, silbernen Schein des Gestirns. Wir verstehen nämlich etwas vom Licht. Ich schob es in sein Gehirn, mal als Wellen, mal als Teilchen. Er verstand es noch nicht, und ich konnte es nicht wagen, das Licht zu entzaubern. Sie hätten mich, nein, uns verflucht. Ich flüsterte es unter dem menschlichen Leder damit. Sie hätten mich, nein, uns verflucht. Ich flüsterte es unter dem menschlichen Leder, damit er es ahnte.
Natur ist nicht gerecht, ist nur der Menschen Wunsch nach dem allmächtigen Wesen, der Versuch, Verlierer und Sieger vom Hass zu erlösen, unter dem einen schirmenden Vater. Reflexionen waren es, woran wir dachten, Lichtreflexionen und die Physik der Welt. Aber da waren sie schon wieder, die harten Hände der Kirche, die nach mir fühlten, mich zu entdecken, mich aufzuspüren, zu entlarven in meinem Versteck. Was würde er wohl tun, fänden sie mich? Mich, der seine Forschung trieb, seine Physik von dem Meta befreite? Lavater verurteilte, den Aberglauben verbannte, der meine Existenz zu denen rechnen wollte, die man am besten verbrennt, herausschneidet, zerhackt und dann zusammen mit seinem krummen Körper allein ließ, so daß er sich nicht mehr in meinem Denken spiegelte. Was, wenn sie ihm die Ideen nähmen, mich aus seinem Hirn exorzierten und die Wahrheit aus ihm herausfiele wie Kartoffeln aus einem kaputten Sack? Die weiblosen Hände der Priester tasteten forschend nach mir. Sie fanden mich nicht, weil ich mich nicht regte. Und ich schwieg, und Georg mich rechtzeitig wegdrehte, als sie ihre Finger und Augen und Münder in seinen Geist senkten, um nach meiner Absicht zu greifen. Ich hauchte auf ihre misstrauischen Augen, auf das sie blind beschlugen, und Georg sich erregte vor Angst. »Arme Teufel, wo ihr jetzt seid, da bin ich längst gewesen«, schrieb er in sein Sudelbuch. Und da war das Zimmer, wo er die kleine Stechardin traf und liebte oder doch berührte und liebte, oder nur berührte und sie Georg anfasste und er mich vergaß. Wenn dieses kleine, weiße, nackte Kind nach ihm tastete und er für Sekunden und Minuten seine Nase in ihren Beinwinkel steckte, sich festroch und glaubte, ertrinken zu müssen, wie ein kleines Tier, das in einer Träne ertrinkt, und ich ihm über die Schulter und auf ihre kleinen Brüste, nein, nicht sah, sondern nur ihre thermische Textur, ihre gravitative Präsenz fühlte, anatomisierte, filterte und absorbierte, so wie ein Blick die elektrischen Reflexionen der Lichtstrahlen in das Hirn dringen lässt. Und sie zeigte, was sie eigentlich war. Ein Konstrukt, ein Gemisch, ein temporärer Batzen Fleisch, eine biophysikalische Masse. Doch all das war nichts gegen den Augenblick, wenn wir wieder den alten, wuchtigen Labortisch vor der gewölbten Brust auf die isolierten Platten starrten und er dabei staunte, wie es uns in den Sinn gekommen war, was der kleine Blitz anrichtete. Und er ahnte, was werden würde. Nun verstand er die Strahlen der Platten, die fortstrebenden Linien vom Zentrum dieses Nichts, die elektrisch-fraktalen Figuren der Spannung, und wir sangen zusammen,
De nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi. Und eins ist klar. Die Wege werden breiter, je näher man der Wahrheit kommt. Und wir drängten voran. Was steht rechts und links, wenn der Weg breit wird wie die Welt? Erkenntnis und Verstehen? Vorwärts im Gewitter, furchtbar und schön war die Kraft und Gewalt, und der Blitz schlug alles klein und drang das Eisen brennend in die Erde, wie meine Idee in sein Hirn, und brachte Erkenntnis. Neue Weiberhände trösteten seine Haut. Elisabeths Augen sahen meine Hände um Georgs Hals, blickten auf meine verwachsenen Augen und den blinden Willen darin. Ihre Furcht war bei mir, ihr Leben bei ihm. Es fraß an ihr, zu entdecken, was ich bin und mit ihm tat. Ich wisperte es Georg zu. Er schüttelte zweifelnd den Kopf, bis mir schwindlig wurde in meinem Hautsack. Wir hetzten zur nächsten Erfindung. Ein mächtiger Geist war's, den wir im Knall zu Wasser machten. Es erschreckte uns sehr, ließ uns sogar zittern vor Kraft. Rasch weiter, rasch weiter, er musste erkennen, verstehen und forschen und schreiben, schreiben. Sind sie nicht wie wir, die Polaren? Plus E und Minus E, wie elektrische Pole zwischen Georg und Christoph? Mussten nicht gerade wir sie entdecken, erfinden? Dann kamen die Gedanken, die Wörter, die Worte, die Sätze und Ideen, und wir schrieben, nein, er schrieb, was ich dachte, voraus in die neue Zeit mit vielen glitzernden Wörtchen. Das Asthma ward schlimmer und seine Zeit schwand. Sie beulte stärker die Haut unter dem Gehrock, und ich zog die Gedanken aus seinem Hirn. Seine Hülle verfiel, wie ich wuchs, mich schmetterlingshaft reckte, gewachsen war und Georg verlassen wollte. Nun? Wie ist es, wenn die Haut auf dem Rücken reißt, lieber Georg, und die Wirbel knirschen, lieber Georg, und ich hervorkrieche nach 57 Jahren? Wie ist es, wenn der Professor voller Geist und Vernunft und Wissen und Klarheit, voller Worte und Klänge, Bücher und Papiere, mir das Zepter erstattet? Wie sieht es aus, wenn ich mich verzerrten Gesichtes als Geist der Erkenntnis herauswinde, aus der Gestalt dieses Kerls, dieses Monstrums, dieses Etwas, das sie Gelehrten nennen? Wie ist es, wenn ich, der aus dir machte, was du warst, in der Welt gehe? Lange schon suche ich den neuen Explorer des Lichts. Nass und bleich, glitschig und furchtbar für vielerlei Augen, bohrte ich mich aus dem Alten ins Neue. Die Emergenz eines Dämons, den er fühlte, seit Anbeginn, der in seinem Hirn und
Herzen und Buckel kauerte und flüsterte und zerrte, drängte und kämpfte, sein Leben lang neue Gedanken und Gefühle und Qualen, Lüste und Gier nach Wissen und Gier nach Wissen generierte. Der von ihm fraß wie von Aas, dass er sein würde, wenn ich ginge, endlich ginge. Dämonen sind unschuldig. Ich bin unschuldig und suche wieder nach offenen Hirnen für die Sucht nach der Wahrheit. Wer würde es sein? Faraday? Röntgen oder Maxwell? Wie funktioniert die Welt? Ist sie so unvollkommen, wie alles unvollkommen ist in der Welt, die ohne Gott so unvollkommen ist, wie sie mit Gott vollkommen wäre? Ist das leere All, der grenzenlose Sarkophag aller Potenzen, weil jede Zeit schon alle Zeit die Phagozyte des Universums ist? Das All ist, wie es ist, und ich stelle mich ihm in den Weg. Aber was ist das Ziel? Ein lautes Lachen kommt aus der Hall of Fame der ungeborenen Wissenschaftler, und Hawkins lacht ganz laut mit. Sie hörten Dämon der Wissenschaft oder Der Buckel über Georg Christoph Lichtenberg von Uwe König. Es sprach der Autor. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.